Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. So, ich bin mich auch fix heilen gegangen, habe ich mich doch entschieden, das jetzt zu tun. Theoretisch können wir uns auch gleich nochmal heilen gehen. Vor allen Dingen, weil jetzt nochmal ein Entei kommt. Was Helmetsfähiger einsetzt. Ah, es reicht nicht. Hätte ich mir denken können. Oh, vielleicht reicht es jetzt. Das ist nicht wahr. Ich denke, jetzt kommt... Oh, doch, kein Trank. Jetzt hätte ich mit einem Trank gerechnet. Hauptspross. Ja, wollen wir dafür auswechseln? Ist eigentlich egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber dann wechseln wir mal aus. Gut, das war's mit dem ersten Trainer schon, ne? Das ging fix, ja. Sind denn nur noch drei hier? Ich bilde mit meinem Pokémon eine Einheit wie Yin und Yang. Herzlichen Glückwunsch. Ja, was soll ich sagen? Auf 43. Ein Nidoran, weiblich. Und wir haben natürlich noch Bata vorne gelassen, natürlich. War natürlich jetzt auch sehr gut. Ja, genau. Ich glaube, jetzt ist egal, was ich mache. Also entweder ich gehe jetzt rechts lang und spreche den Trainer an und kann links rum. Oder ich spreche ihn links an und gehe rechts rum. Ich glaube, die zwei Möglichkeiten habe ich. Macht also keinen Unterschied. Außer wenn ich rechts rumgehe und dann links, muss ich jetzt nach rechts, dann nochmal nach links. Oder ich gehe jetzt links und muss nur dann rechts. Wenn man versteht, was ich meine. Ich denke aber schon. Ja, wir brauchen eigentlich keinen Kraftgloss, aber... Oh, davon stirbt er bestimmt aber nicht, ne? Ja, war ja klar. Ja, jetzt kommt ein Trank oder was? Bei Fabigel. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mich doch noch pushe mit Meditation. Habe ich aber doch gelassen. War ein Fehler, ja. Herr Reptile, wir könnten jetzt auch mal wieder Ferdi nehmen. Gut, hat zuletzt ja ein Kabuto bekämpft, ne? Also die dicken Punkte fehlen noch. Ja gut, Raupi. Raupi ist jetzt nicht so die dicken Punkte. Aber ja gut. Ein Registil. Es ist interessant. Der besten ist Dragon oder Bata, aber der Bata angeschlagen ist. Mal wieder. Gehen wir mal auf Sprungkick. Sieht nach einer sehr guten Verteidigung aus, wenn ihr mich fragt. Aber trotzdem kein Problem. 1800, ey.
Es ist so übertrieben. Wie krass viele Punkte. So, jetzt seht ihr vielleicht, was ich meine. Er ist jetzt runtergekommen, jetzt müssen wir gleich nach rechts gehen. Na, andersrum wäre es halt genauso gewesen, nur halt andersrum. Ja. Wie es mit einem KP überlebt hat, ne? Hat zwar dann noch den zweiten kassiert, aber trotzdem. Trotzdem ein bisschen bitter. So, Endivio sollte aber wie wieder mal kein Problem sein. Oder was heißt wieder mal, aber sollte halt kein Problem sein. Und wer ist das letzte? Kabutops. Guck mal, das wäre jetzt mal wieder was für Ferdi. Auch wenn Kabutops natürlich eine andere Liga als Kabuto ist. Ich bin gespannt, ob einmal Blättertanz reicht. Ist natürlich vielfach effektiv, aber kein Step und nur zwei Unterschied und es reicht, okay. Ja, viel Gelaber um nichts. So. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust nochmal zurückzugehen, um zu heilen. Wir nehmen jetzt einfach Ferdi und ja, gehen zum Boss, zum Arenaleiter. Und es ist genau Mia. Nee, nicht Giovanni, Mia. Oh nein, es ist Mia! Wow, ein VP, das ist auf 45. Kriegt erstmal eine Rückkehr rein. Oh, One-Hit. War zwar Volltreffer, aber... Emma aufgepasst. Oh, Pudox, auch perfekt. Auf 44. Auch ziemlich gut. Hat zwar keine Chance, aber also von den Leveln her ist es spannend. Von den Pokémon eigentlich auch, ne? Es waren jetzt keine, ja, total schlechten, aber... Alabis, ist das nur Wasser? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist nur Wasser. Wow, okay, auf 42. Also da ist Björn auf jeden Fall schon eine andere Nummer. Und wie es aussieht, hat er auch wohl keins auf 50 schon, ne? Radfratz. So, ja gut, was ist Radfratz? Please, Mann. Du bist der Arenaleiter von der 8. und der hat eins auf 50 und das ist Radfratz. Du bist 8. Arena-Leiter und hast einen Level 50 Radfratz. Was ist los mit dir? Da habe ich mir was Besseres, da habe ich was Besseres erwartet. Warte, jetzt habe ich ja... das war nicht so schlau. Jetzt habe ich ja Kraftkoloss eingesetzt. Naja, ich muss es eigentlich nochmal einsetzen, aber... Ja, von mir aus können wir jetzt auch weiter mit Kopfnuss angreifen. Schrägt sogar zurück. Ah, Hypertrank. Es wäre halt eigentlich jetzt schon besiegt, aber... Wir machen halt nicht so viel Schaden, wie wir eigentlich machen sollten. Warum Umwandlung? Was ist Umwandlung überhaupt? Ich weiß, es ist Umwandlung 2, wenn ich angreife mit Normal. Umwandlung 2 wird dann, glaube ich, immer zu Geist. Und wenn man Boden einsetzt, wird er zu Flug und... Ach, weiß ich nicht.
Bei Wasser wird der vielleicht zu Pflanze. Also das Entgegengesetzte, ne? Die Resistenz, glaube ich, heißt das, ne? Aber ja. Als Träger des Erdordens, ja. Weiß ich doch. Oh, wir kriegen doch hier. Nice, TM26. Erdbeben. Nach, ich wollte dich nicht mal. Ja. Hey, wenn man ihn nochmal anspricht, verschwindet er? Okay. Erdbeben. Wollte ich jetzt Bartha beibringen? Kann Frost auch erlernen? Dragon wusste ich, aber Frost? Ja, gegen Hornattacke, ne? Hornattacke brauchen wir nicht. Wenn wir. Ja, wenn wir normal angreifen sollten, haben wir Taube. Taube ist mehr als ausreichend. Bei Normalattacken kriegt er noch Step drauf. So, und ja, wie ich schon angekündigt habe, gehe ich jetzt trainieren. Oh, das kann jetzt ewig dauern. Alle auf 45. Damit wir ja nicht underlevelt sind. Also nicht. Wir sind schon underlevelt dann, ja. Aber nicht zu doll. Ja, wir waren jetzt schon bei Giovanni underlevelt. Aber wer weiß, was Björn für Pokémon hat. Der kann nachher auf 53 oder was sein stärkstes war, kann er schon mal was auspacken. Aber gut. Wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, ich habe alle soweit auf 45. Ich habe jetzt aber Frost erstmal rausgenommen, ne, für Tangulist. Denn erstens waren da noch Trainer hinter Zerschneiderbäumen. Denn ich habe alle Trainer auf den Routen hier gemacht. Und wir dürfen uns vielleicht ein paar Pokémon fangen. Ich glaube, das sind. Drei Routen, ne? Oder weiß ich nicht, wie viele. Ist natürlich jetzt die Frage. Können wir Stalos nicht vollgelevelt, vollgeheilt fangen? Ein Stalos wäre nicht schlecht. Ich traue mich aber nicht, es anzugreifen. Wobei mit Donnerblitz könnte ich es vielleicht machen. Oh, ist das dein scheiß Ernst? Oh. Ups. Ich überlege gerade. Ich muss natürlich jetzt gerade Frost nicht dabei haben. Denn ja, er kann einschläfern. Aber so ist, denke ich mal, ganz gut, ne? Ich hatte ein bisschen Angst, dass er zum Volltreffer kommt. So, unser letzter Superball gebührt Stalos. Und er will überhaupt nicht in den letzten Superball, den ich habe. Dann kriegst du halt einen Hyperball von mir aus. Junge, Alter, ich hab. Ja, genau. Ich bin jetzt schon kurz davor zu sagen, egal, wir töten ihn oder flüchten einfach.
Denn, Junge, geh mir nicht auf den Sack. Wehe, du wachst jetzt auf. Denn jetzt schläft er und ist im roten Bereich, also bitte. Als wenn. Alter, ich habe jetzt einfach. War mir egal. Hab einfach gespeedet. Stalos. Keine Ahnung. Stalros? Ich weiß es doch auch nicht. Ich wollte erst Stahlschlange nehmen, aber. Ja, oder Stahlechse, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so passt. Echse. So, und hier ist Route 14. Ne, eben war es 15, jetzt 14. Also hier dürfen wir auch noch eins. Dürfen wir. Wollen wir aber nicht. Gut, mal schauen. Hier ist auch noch eine neue Route, das weiß ich. Und hier ist oben auch noch Zerschneider. Und auf Route 12 haben wir auch noch nichts gefangen, das weiß ich. Da bin ich einmal auf die Brücke gegangen von Lavandia aus. Und dann sind wir eigentlich wieder, bin ich eigentlich wieder sofort zurückgegangen, oder? Ah, ein Goldini. Will ich eigentlich auch nicht. Ja. Und das ist alles Route 12. Also fliege ich jetzt einmal nach Lavandia. Und dann gehen wir einfach von oben ran. Und surfen hier im Wasser. Ich hoffe, das klappt jetzt hier auf dem kleinen Fleck. Wir können noch hier. Ja, okay, hat schon. Ach Mann. Hubbelupf. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Mit dem Trainieren. Ja, nicht mit dem Part. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part ist, aber wir haben noch Zeit für, auf jeden Fall für den Kampf. Ah, auf jeden Fall. Ich gehe mir jetzt heilen und hol Frost. Denn ich will auf jeden Fall nicht ohne Frost gegen Björn antreten. Und ja, mal schauen. Eine kleine Aufwärmung, jo. Wieso nicht? Zeig mal, was du darauf hast. Landturn auf 47. Da testen wir doch gleich mal unsere neue Attacke. Die ihn leider nicht tötet. Okay. Das erste Pokémon ist schon mal weg. Bibor. Dann nehmen wir auf jeden Fall Ferdi. Ist eigentlich perfekt, Ferdi, ne? Ist perfekt, ja. Wow, und Bibor, also sein Starter-Pokémon, ist höchst geleveltes Pokémon.
Aber es ist trotzdem One-Hit. Das ist schon mal sehr gut. Und ein Lampi. Da bin ich mal gespannt. One-Hittest du das wenigstens? Ist auch nur auf 45. Sollte er auf jeden Fall dann One-Hitten. Ich meine, zwei Level drunter und nur die erste Entwicklung. Beziehungsweise gar keine Entwicklung. Ist ja nicht die erste Entwicklung. Ja, Radfratz. Also er hat eigentlich... Ja... Vom Level her sind sie natürlich sehr hoch gelevelt, ne? Zwei sind auf unserem Level und die anderen sind alle höher. Aber die Pokémon, die er hat... Hält sich... Ja, bis jetzt in Grenzen. Na, wie viele hat er jetzt noch gehabt? Zwei, ne? Ja. Also er hat natürlich Bibo, das hat er ja immer jetzt. Ja gut, Magma ist jetzt auch nicht... Also Magma ist natürlich nicht schlecht. Aber sowas wie Radfratz, Landturm geht noch. Lampi ist natürlich... Ja, das war es eigentlich auch schon, ne? Das waren ja die vier. Radfratz, Lampi, Landhorn und Bibora. Ja, und Magma natürlich. Vielleicht hat er jetzt nochmal ein richtig krasses. Ein Legi oder so. Ja. Oder einfach nur ein Mauzi. War der Mauzi-Sprite nicht total... Nein, okay. Ich dachte, der war in dieser... Gen cool, richtig, also richtig cool. Aber nö, irgendwie doch nicht so. Ein gutes Aufwärmtraining, ja. War super. Noobs. Ja, ich würde sagen, ich gehe noch mal kurz heilen. So gut, dann habe ich das schon mal wieder erledigt. Müssen wir jetzt ernsthaft von einem Kapaloris auf Level 3 angegriffen werden? Ich denke nicht. Also tschüss. Pokémon-Liga, Haupteingang. Ja, ja, Siegestraße, ne? Pokémon-Liga dauert ja noch ein bisschen. Ja moin, du trägst den Felsorden. So, hier ist das so, man wird jetzt nach jedem Orden abgefragt. Und hier ist eine neue Route. Den Quellorden haben wir natürlich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einfach mal hier durch. Und dann war's das mit dem Part Pokémon. Mit den coolen Pokémonchen-Part hier. So, der Farborden ist der Pflanzenorden und zwar der vierte. So, ich weiß gar nicht, ob es im Wasser Pokémon gab. Aber es gibt auf jeden Fall da oben Gras, wo wir noch ein Pokémon fangen dürfen. Hier gibt es auch schon Pokémon. Oh mein Gott! Leute, ein Kyogre. Ich würde sagen, ich speede das hier wieder, denn ja, ihr wisst ja, Legis und so. Und ja, ich schläfe es ein und dann versuche ich es einfach nur mit Bällen zu fangen. Oder auch nicht. Junge, was? Was hat er eingesetzt? Oh Mann, das kann nicht sein. Oh, Hydropi wäre auch richtig cool gewesen. Ein Sumpex? Oh, das wäre richtig nice. Wir haben zwar schon Wasser. Aber das... Oh, das ärgert mich gerade ein bisschen, ne? Scheiß Kyogre, Mann. Also wenn das so ein asozialen Move hier macht, dann hat es auch nicht verdient, in mein Team zu kommen.
Bist du der Letzte? Ja. Der Erdorden. Gut, dann sind wir jetzt hier Siegestraße, Pokémon Liga. Und wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.